Zurück bei Standard Berlin mit Reinhard Müller, er ist Vorstand von EUREV. Das kennen Sie alle, das ist der große Gasometer in Berlin, da wo früher die Sendung von ihr auch herkam. Aber jetzt ist es ein Zentrum für innovative Energieforscher, Produkte, Erklärungen und so, wie Sie uns heute zwei Pumpen mitgebracht haben, die Sie schon erklärt haben. Die eine spart einen Freiflug nach Mallorca. Richtig. Oder finanziert Ihnen einen Flug nach Mallorca, weil sie neuester Stand der Technik ist, was es alles gibt. Die schaltet sich nämlich selber ein, wenn sie Wasser brauchen. Die anderen läuft ständig, die alten. Mehr oder weniger. Mhm. Das ist ganz wichtig, weil wir ja bis 2050 letztendlich alle neuen Energieziele erfüllen müssen. Ja. Einige haben sie schon selber erfüllt. Sie haben gesagt, 2014 waren sie schon so weit wie die von 2050 eigentlich sein sollten. Wie schaffen Sie denn das? Wie machen Sie das? Also erstmal, wir haben ziemlich gute Partner. Wie gesagt, das ist ja ein GASAG-Gelände. Und die habe ich natürlich überredet, auf ihrem, ich sag mal, symbolisch-historischen Standort mit mir diesen Weg zu gehen. Und inzwischen profitiert die GASAG davon, weil es halt eben ein wahnsinniges Know-how ist. Und wir haben halt eben diese Möglichkeiten, diese Anlagentechnik dort zu zeigen. Wir bauen das jetzt nochmal mit anderen, großen anderen Firmen um. Wir werden dort auch große Batterietechnik unterbringen und von der Seite aus. Wissen Sie, es ist eigentlich ziemlich einfach. Wir haben die Energiewende und das, was wir alle machen müssen und was die Bundesregierung uns vorgeschrieben hat, lange alle erfunden. Wir müssen es nur tun. Ja. Und deswegen geht uns jetzt ein Licht auf, im buchstäblichen Sinne des Wortes. Sie haben nämlich, nein, neben der Punke haben Sie ganz einfache Glühlampen mitgebracht. Und da passen Sie jetzt mal gut auf, was jetzt passiert. Na gut, also das ist eine ganz normale, handelsübliche Glühlampe. Die haben Sie zu Hause und ja, je länger ich die in der Hand habe... Vorsicht, heiß, heiß, kennen wir alle, bloß nicht anfassen. Genau. Also diese kostet viel Strom. Diese Glühlampe kostet, wenn Sie sie 3 Stunden am Tag laufen lassen, also wenn sie dann brennt, würde sie bei 28 Cent im Jahr ca. 23 Euro an Strom kosten. 3 Stunden am Tag. Sagen Sie, ist doch spottbillig, aber es geht billiger. Ja, jetzt bringe ich Ihnen etwas mit. Das mache ich jetzt auch an. Sie sehen, kein Unterschied. Das ist kein Unterschied. Das kann heiß. Ich fast nicht mehr anfassen. Das kann ich anfassen. Und das können Sie 3 Stunden anfassen. Das kann ich ganz. Passiert nichts. Ja, da passiert gar nichts. Diese entsprechende LED-Leuchte, die 23 und diese für ca. 3,70 Euro. Also 20 Euro Unterschied im Jahr. Also nichts wie hin. Ja. Wer immer diese Lampen hat, da können Sie viel Geld sparen. Ja. Aber wir tun es nicht. Naja, vielleicht ist es einfach auch ganz gut, dass Sie einfach auch das Medium sind, solche Beispiele zu nennen. Die Zuschauer werden jetzt überlegen und werden fragen, wo kriege ich das her? Also das kriege ich im Fachhandel. IKEA. Das gebe ich bei IKEA zum Beispiel. Ja. Bei IKEA ist es deshalb ganz gut, das ist ja ein warmes Licht und Sie sehen ja fast keinen Unterschied hier und das ist sehr gut erklärt. Bei manchen kann man nur darum bitten, dass die dem Verbraucher das so ein bisschen erklären. Das könnte doch die Politik eigentlich auch verfügen und sagt so, wir schmeißen bis in 2 Jahren alle alten Glühlampen raus, spart euch eine Menge Geld, die LED-Lampen sind viel billiger, können eure Kinder drauf fassen, verbrennen sie nicht die Finger. Beim Rausdrehen vor allen Dingen nicht. Naja, also ich gehe mal davon aus, dass die Politik diese Entwicklung auch irgendwann in Gesetze fasst. Es gibt im Übrigen schon einige Ansätze diesbezüglich. Ich glaube aber auch, die Industrie selbst ist gefragt, einfach zu sagen, wir produzieren sowas nicht mehr. Ja, aber an der verdienen Sie wahrscheinlich mehr als an der, oder? Weil die länger hält. Wissen Sie, das ist immer die große, große Frage. Wissen Sie, Sie schaffen ja mit diesem Produkt einen ganz neuen Markt. Ich habe mal einem Freund gesagt, der hatte eine große Firma für Elektronik. Da haben die plötzlich diese Flachbildschirme
Fernsehbildschirme hergestellt. Ja, wieso, was soll das denn? Nur weil die ein bisschen größer und die kleiner sind. Es gibt heute keine anderen mehr. Es gibt eben auch etwas wie einen Markt. Und ich glaube, das muss man aufklären, das muss man verstehen. Diese Lampe hält im Übrigen 10-mal länger als diese. Ja, vielleicht hat die Industrie eben gar kein Interesse daran, solche Lampen zu produzieren, wenn die 10-mal länger halten als die. Herr Brinkmann, ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich bin bei der IHK in einem großen Konferenzraum gewesen und habe gezählt, wie viele Leute da saßen. 150 Leute. Und dann habe ich mich zurückgelehnt und habe an die Decke geguckt. Da waren 150 LED-Leuchten. Jeder dieser LED-Leuchten sonderte genauso viel Wärme ab wie die Menschen, die da drin saßen. Die Klimaanlage hat im Sommer nicht funktioniert, weil die gegen die LED, weil die gegen diese Leuchten dort arbeitete. Also ich weiß, dass die IHK das jetzt ändert. Also, das heißt, die Klimaanlage wird abgeschafft. Nein, die Klimaanlage läuft dann wieder. Die funktioniert wieder, die hat eine Funktion. Das ist schon ein großes Themenfeld. Ja? Und ich meine, auch Politik muss sich mit so vielen Bereichen beschäftigen. Und naja, Sie sind ja ein Medium. Aber es funktioniert. Es überzeugt ja vor allen Dingen. Ich meine, der Preis 23, sagen Sie, aber das ist nur eine Lampe. Wenn ich davon eine Menge habe, summiert sich das. Ja. Und ich habe hier 10-mal längere Lebensdauer. Wir wollen ja keine Werbesendung machen. Wir nennen deswegen auch nicht den Namen des Produktes. Aber das System ist da. Es ist da. Wir könnten also alles umsetzen, wenn wir wollen. Ehrlicherweise muss man eins dazu sagen. Diese kostet, sagen wir, 1 Euro. Diese kostet 5. Ja. Aber Sie merken ja alleine bei über 20 Euro, das haben Sie ja nach vier Monaten raus. Ja, und hält 10-mal länger. Und es hält 10-mal länger. Also, ich sag mal. Spart sie denn auch Energie? Das ist ja die wichtigste Frage. Ja, das ist es ja. Das ist ja das Haupt. Sie spart 20 Euro Stromkosten. Ja. Und wissen Sie, ich habe eben Ihre Dame hier, die mich etwas abgepudert hat, damit ich nicht glänze. Unsere Geheimnisse. Ja, das ist doch kein Problem, das weiß doch der Zuschauer. Die hat mir gesagt, erklären Sie mir das nochmal, das muss ich unbedingt machen. Die wird sich heute sowas kaufen. Ja, ist klar. Und vielleicht Sie auch, weil Sie damit echtes Geld sparen. Und vor allen Dingen, ich traue mich ja nicht. Die ist völlig kalt. Vorsichtig, die ist ganz heiß. Nee, die fasse ich nicht. Da habe ich mir genug und oft genug das verbrannt. Jetzt sind wir nämlich hier bei der praktischen Anweisung, hätte ich fast gesagt. Das, was Sie in Praxis machen. Sie gucken, wie neuere Energie funktioniert, wie man sie in die Praxis umsetzt und was es eigentlich bringt. Sie diskutieren nicht nur, sondern Sie zeigen den Menschen auch, es funktioniert. Wir schaffen das. Das ist so wie mit der Elektromobilität. Ich fahre seit 4 Jahren mit der Sonne. Mein Auto wird wirklich über Solardächer angetrieben und ich fahre auch mit dem Auto große Strecken, es ist überhaupt kein Problem. Wissen Sie... Was nochmal, Sie haben ein Auto mit Solarenergie? Naja, im Prinzip ja, natürlich. Ich habe große Solardächer und das tankt mein Auto. Also insofern, ich fahre CO2-frei. Also, und wie lange fahren Sie denn mit so einem... Also bei so einem Wetter, ja, heute scheint ja nun mal wieder die Sonne, aber wenn es nun bedeckt ist in Berlin, was ja öfters vorkommt... Naja, also nochmal, ich habe ja gesagt, ich habe Solardächer, die dann das Auto tanken, ne? Ja. Und je nachdem, was Sie für ein Auto haben, das mit dem Winter spielt nicht so eine große Rolle. Aber es gibt eben die kleinsten Reichweiten von Autos sind 150. Das ist das, was Sie jeden Tag in der Stadt im Prinzip maximal fahren. Ich habe Leute, die haben Autos, die fahren 150 Kilometer Reichweite. Die tanken zweimal, dreimal an ihrem Arbeitsplatz. Das ist doch überhaupt kein Problem. Also ich komme an, steck ja, das mein an Auto dann, in die Steckdose. Genau. Und wenn ich rauskomme, ist die Batterie so, wie wir es alle mit unseren Handys machen. Nächster Gelegenheit, eben Akku aufladen. Genau so. Und bitte warum, schön. Jetzt sind wir wieder bei der Politik, warum wird das von der Politik, von der deutschen Politik, denn nicht vorbildhaft ausgeführt und hat gesagt, das machen wir, zeigen der Welt, dass es geht. Ja, gucken Sie mal, ein großes Problem ist die Ladeinfrastruktur. Es gibt junge Unternehmen, wir haben auch so ein Unternehmen, die haben eine Erfindung gemacht, Ubitricity, da stecken auch große Konzerne dahinter, die haben erfunden, dass man die Laternen in Berlin dazu benutzen kann, dort
die Autos aufzuladen. Also das, man sieht gar nichts, man hat die Steckdose in der Laterne. Die waren bereit, 100 solcher Ladestationen kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Politik der letzten Legislaturperiode hat gesagt, naja, also das müssen wir erstmal ausschreiben. Da ist jemand, der macht das kostenlos. Vielleicht ist es ja jemand, der es noch kostenloser macht. Ich kann Ihnen das alles nicht erzählen. Das ist keine Scherze. Ich meine, das ist blutiger Ernst. Das ist blutiger Ernst. Es ist blutiger Ernst. Und ich muss Ihnen sagen, wir brauchen sowas wie Vorfahrt für die Energiewende. Eigentlich ja, darauf zieht ja meine Frage hin. Warum sind wir denn nicht der Vorzeiger der Energiewende, wenn wir die Vorfahrt haben wollen? Also wir sind in Berlin verdammt weit. Wir haben ja auf dem Gelände 400, 500, 600 Besuchergruppen, viel von anderen Landesregierungen und so weiter. Der Deutsche Städtetag etc. pp. Die gucken sich alles bei uns auf dem EUREF Campus an. Wir haben im letzten Jahr 40.000 Besucher gehabt. Und erhöhen Sie diese Zahlen noch. Wir sind leider am Ende der Sendung. Und gehen Sie da auch mal hin. Erkundigen Sie sich, was Sie machen können. Dieses Beispiel mit der Glühbirne ist sehr überzeugend. Das kostet eigentlich wenig. Und Sie sparen eine ganze Menge. Es geht also voran mit der Energiewende in Deutschland, noch nicht so schnell, wie wir es gerne hätten. Aber dank Ihnen, Reinhard Müller, klappt das. Vorstand bei EUREF. Und EUREF heißt nochmal was? Europäisches Energieforum. Jeder Zuschauer ist herzlich eingeladen und gucken sich das an. Gebe ich gerne weiter. Vielleicht am Wochenende machen Sie einen kleinen Ausflug und da gehen Ihnen vielleicht doch auch einige Lichter auf, so wie sie uns heute aufgegangen sind. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie da waren. Ich bedanke mich bei Ihnen. Und ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie zugeschaut haben. Wenn Sie die Sendung nochmal sehen wollen, können Sie das im Internet machen unter www.tvb.de oder in YouTube unter TVB Berlin. Herzlichen Dank, bis nächste Woche und tschüss. Wir sehen uns. Thank you.